Vielleicht haben Sie es auch schon gespürt. Der Frühling ist endlich im Anzug. Und damit Ihre Gartenrosen im Sommer auch so schön blühen wie diese hier, sollten Sie sie jetzt Mitte März zurückschneiden. Was Sie dazu brauchen? Feste Handschuhe, eine gute Baumschere und vor allem keine Angst. Sie können gar nichts falsch machen, denn die Rosen wachsen immer, auch wenn Sie sie nicht so ganz nach Vorschrift zurückzücken. Das sind Strauchrosen. Die sind im Vorjahr schon ziemlich gewachsen. Sie sollen aber auch in ihrer ganzen Größe wirken. Und deshalb kürzen wir die Strauchrosen nur um ein Drittel ein. Schneiden Sie immer einen Zentimeter über dem nach außen wachsenden Auge und machen Sie dabei einen schrägen Schnitt. So kann das Wasser gut abrinnen und es bilden sich keine Pilzkrankheiten. Edelrosen und Beetrosen können Sie kürzer schneiden. Edelrosen und Beetrosen werden ca. 30 cm über dem Boden zurückgeschnitten. Setzen Sie die Schere immer einen halben Zentimeter über dem nach außen stehenden Auge an. Jetzt schauen wir uns noch den Schnitt der Hochstammrose an. Hier schneiden Sie die Stammkrone zügig auf etwa 20 cm zurück. Dabei achten Sie darauf, dass Ihre Form gefällig und schön rund bleibt. Bei den Schlingrosen schneiden Sie nur die zu lang gewordenen oder vertrockneten Triebe weg. Geben Sie das Schnittgut in den Müll und nicht auf den Kompost. Die Schädlinge und Krankheitserreger überleben dort und befallen sonst Ihre Rosen bei der nächsten Düngung. So, jetzt nehmen wir uns noch die Bodendeckerrosen vor. Ihre Triebe sind ganz schön lang gewachsen im Vorjahr. Es genügt, wenn Sie die wuchernden Bodendeckerrosen mit der Heckenschere zurückschneiden. Das geht schnell und erfüllt den Zweck. Entfernen Sie das alte Laub zu den Füßen Ihrer Rosen und haken Sie die Erde leicht auf. Über Wasser freut sich jetzt die Erde und auch Ihre Rosen, denn der Winter war lang genug. Nach diesem flotten Schnitt noch ein Tipp. Beobachten Sie immer den Austrieb Ihrer Rosen ganz genau, denn die Blattläuse haben die frischen Triebe zum Fressen gern. Aber giften Sie sich nicht über die Blattläuse. Gift im Garten schadet immer. Es schadet den Pflanzen, es schadet dem Boden und vor allem Ihnen. Spritzen Sie die lästigen Läuschen einfach weg. Am besten mit Schmierseife. Wir nehmen etwas Schmierseife und verdünnen sie mit Wasser. Dann in eine Plastikspritze füllen. Das ist ein altes Hausmittel und beugt den Läusen vor.